Mai auf dem Messestand von Yokogawa unseren Laser, TDLS 8000. Zum Beispiel Sauerstoffmessung, aber auch neu dabei den Odamas TI, bei dem wir die Messbereiche erweitert haben. Deswegen heute das erste Mal dabei, aber auch wie bisher unseren GC 8000 im Portfolio aus dem Bereich der Analysenmesstechnik und ganz neu heute das Produkt Sushi-Sensor. Das Ganze auch visualisiert auf dem Bildschirm, auf dem man erkennen kann, dass der aktuelle Sensor Schwingungen aufnimmt, um Pumpen und Motoren zu überwachen. Gerade unser neues Produkt, der Sushi-Sensor, ist sehr gut angekommen. Also sehr viele Kunden sind hier stehen geblieben und haben sich informiert, was das Spezielle an diesem Produkt ist. Wir hatten sehr viele, aber auch sehr qualitativ sehr viel hochwertige Gespräche, interessante Gespräche, aus denen mit Sicherheit viel Interessantes entstehen kann. Sushi-Sensoren europaweit, jetzt dieses Jahr eingeführt. Sushi-Sensor von der Baugröße her. LoRaWAN-System, wenig Energie, hohe Reichweite bis 7 Kilometer. Eigenes WLAN-System. Der Sensor selbst wird aktiviert über Handy, überträgt dann über Wireless seine Daten darüber. Übertragen wir Temperatur und Schwingungen in der X, Y und Z-Achse. Kann man auch ausschalten. Wir haben eine App, unsere Sushi-Sensor-App. Über diese Sushi-Sensor-App lesen wir das Gerät jetzt mal aus. Ich halte ihn hier auf das NFC-Symbol. Jetzt liest er sich aus. Die Daten, die ich jetzt hier habe, von dem Sensor, werden darüber übertragen. Das ist die Nummer 1. Das heißt, die linken Werte sind vom Sensor. Ihr seht die 21 Grad, 21,8. Und ansonsten haben wir die verschiedenen Werte von der Z-Achse. Damit kann man ihn ein- und ausschalten. Mit Hilfe der App kann man ihn auch konfigurieren, was er betragen soll und in welchem Intervall. Der Kunde braucht Peripherie, wir brauchen ein LoRaWAN-System und auf den kann er unsere Sensoren einbauen. Einer der ersten industrietauglichen Sensoren, sagt er, hier wird zu uns batteriebetrieben. Lebensdauer 3 bis 5 Jahre bei einer Übertragung von ungefähr einer Stunde Intervall. Auswechseln, natürlich ganz einfach Gehäuse oder viel Batterie raus, neue Batterie rein. Ansonsten Ex-Bereich zu lassen.